erfolgreiche Software wächst. Gleichzeitig haben wir aber immer kürzere Release-Zyklen und damit immer weniger Zeit fürs Testen. Und das heißt, wir müssen immer mehr Funktionalität in immer kürzerer Zeit testen. Und das stellt uns natürlich alle vor Herausforderungen, auch unsere Kunden. Die meisten davon trifft das. Und wenn es ihnen auch so geht, dann sind sie in guter Gesellschaft. Das sind die Logos von den Firmen, die sich bis letzte Woche für den Vortrag angemeldet haben. Und ich denke, Sie sehen schon anhand der Logos, dass wir immer mehr Funktionalität in immer kürzerer Zeit testen müssen. Das ist nichts, was sich auf eine Domäne beschränkt oder eine Vorgehensweise bei der Softwareentwicklung oder eine Technologie- oder Programmiersprache, sondern das streut über alle diese Aspekte hinweg. Und praktisch alle unsere Kunden stehen vor der Herausforderung. Wir möchten Ihnen heute mit der Test-Gap-Analyse ein Verfahren vorstellen, mit dem man dem Problem Herr werden kann. Mein Name ist Fabian Streitel. Ich habe die Test-Gap-Analyse mitentwickelt und setze die seit fast 10 Jahren jetzt bei verschiedensten Kunden ein. Ich zeige Ihnen im ersten Teil vom Vortrag, wie die Test-Gap-Analyse funktioniert, die Theorie dahinter, warum das eine gute Idee ist. Im zweiten Teil kommt mein Kollege, der Raphael, der zeigt Ihnen anhand von ein paar Praxisbeispielen, wie wir es bei verschiedenen Kunden einsetzen. Dann haben wir einen Demo-Teil, das macht der Thomas. Der zeigt Ihnen unser Tool TeamScale, in dem die Analyse umgesetzt ist und wie sich das in der Praxis anfühlt, damit zu arbeiten. Und ganz zum Schluss komme ich nochmal, da zeige ich Ihnen eine Kosten-Nutzen-Rechnung. Das ist eine Studie, die wir gemeinsam mit der Münchner Rück durchgeführt und veröffentlicht haben. Ein guter Kunde von uns, wo die nach mehreren Jahren Nutzung der TestGap-Analyse wissen wollten, was hat es denn eigentlich unterm Strich gebracht. Bevor wir aber in alle diese Inhalte gehen, noch 2 Worte zu unserer Firma. Wir sind die CQSE. Wir kommen ursprünglich aus München, haben da auch immer noch unser Headquarter. Wir sind eine Ausgründung aus der TU München vor 10 Jahren, ein bisschen mehr sogar inzwischen. Wir sind aber inzwischen über ganz Deutschland verteilt, in verschiedenen Offices und Home Offices, unter anderem in Darmstadt, hat der Sven ja vorhin schon angeteasert. Wir haben auch in den USA inzwischen die Niederlassung seit ein paar Jahren, um näher an unseren Kunden im Silicon Valley zu sein. Und wir entwickeln TeamScale, das ist die Software, die Sie nachher in der Demo sehen, die Analysen implementiert, die wir Ihnen heute zeigen. So, jetzt zum eigentlichen Inhalt, Test-Gap-Analyse. Wir müssen immer mehr Funktionalität in immer weniger Zeit testen. Das heißt, uns stellt sich ganz offensichtlich die Frage, wie können wir die begrenzten Ressourcen, die wir im Test haben, die wenige Zeit, die wenigen Leute am gewinnbringendsten einsetzen, das meiste aus unserem Test rausholen. Und das heißt, am Ende vom Tag, wie können wir die meisten Fehler in der kürzesten Zeit finden? Und da gibt es ganz viel Forschung dazu. In der Forschung nennt sich der Bereich Defect Prediction. Sorry. Das heißt, Sie geben mir ein Software-System und ich sage Ihnen, wo sind die ganzen Bugs versteckt. Und wenn das perfekt ginge und wir das perfekt beantworten könnten, dann wäre Testen schön einfach. In der Praxis ist es natürlich ein bisschen schwieriger. Es gibt aber 100 Forschungsarbeiten und die große Erkenntnis aus vielen Jahren Defect Prediction ist, bei langlebiger Software verstecken sich die meisten Fehler dort, wo wir kürzlich was geändert haben. Und das wird Sie als praktizierende Tester nicht groß überraschen, wenn Sie sagen, ja, das weiß ich doch. Das versuchen wir im Test auch so zu machen. Wenn wir was ändern, versuchen wir einen möglichst vollständigen Test der Änderungen zu machen, weil unser Bauchgefühl uns schon sagt, hey, da ist das größte Risiko, da kann was dabei kaputt gegangen sein. Und wie machen wir das normalerweise in der Praxis? Wir schauen in unseren Issue Tracker. Und Issue Tracker, das schaut bei jedem ein bisschen anders aus. Viele haben zum Beispiel in Jira oder in Azure DevOps. Das nutzen wir auch in unserer eigenen Entwicklung. Früher haben wir mal so ein Bugzilla gehabt, das ist inzwischen nicht mehr ganz so modern. Wir haben auch mal, als wir noch relativ wenig Leute waren, haben wir so Karten an Whiteboards geklebt mit User Stories. Ist im Prinzip auch wurscht, wie man das macht. Wichtig ist, da steht drinnen, folgende Tickets haben wir umgesetzt für unser Release und für jedes Ticket eine Beschreibung, was da gemacht wurde. Und dann kann ich als Tester hergehen, mir das durchlesen und mir überlegen, hey, wie schaut ein möglichst vollständiger Test dieses Tickets aus und kann das umsetzen. Das ist vom Ansatz her das richtige Vorgehen, hat aber in der Praxis 2 Probleme. Das erste Problem kann man recht gut sehen, wenn man die ganzen Tickets in so einem Issue-Tracker mal in verschiedene Kategorien einsortiert. Wir haben das hier für unsere eigene Entwicklung gemacht mit 2000 Tickets für TeamScale und haben die mal in die 4 gängigen Kategorien einsortiert. Hier drüben perfektiv und korrektiv, das heißt neue Features und Bugfixes, die machen den Hauptteil aus. Und dann gibt es daneben noch präventiv und adaptiv. Präventiv heißt, ich mache
proaktiv Dinge, um die Software besser wartbar zu machen, zum Beispiel ein Refactoring oder ich baue einen Klon aus und so weiter. Adaptiv heißt, es hat sich irgendwas um meine Software herum verändert und ich muss mich daran anpassen, zum Beispiel ein neues Operating System oder irgendeine Bibliothek habe ich geupdatet, dann muss ich in meiner Software dafür was anpassen, damit es wieder alles kompiliert, solche Dinge. Wenn man sich das jetzt anschaut, dann ist für mich als Blackbox-Tester bei so einem perfektiven und korrektiven Ticket relativ klar, was ich machen muss. Bei einem neuen Feature-Request, da steht genau drin, wie soll das Feature funktionieren, dann teste ich das ab und wenn das läuft, dann ist es gut. Bei einem Bugfix, da steht drinnen, was hat der Nutzer gemacht, dass der Fehler aufgetreten ist, dann spiele ich es nochmal durch und wenn der Fehler nicht mehr auftritt, super, dann habe ich wahrscheinlich den Großteil der Änderungen, die da passiert sind, mitgenommen, einen vollständigen Test. Bei den anderen beiden Kategorien ist es leider nicht so. Und die machen auch einen signifikanten Teil aus. Bei uns jetzt hier in etwa 15% der Tickets im Ticketsystem, haben wir auch bei anderen Kunden so gesehen. Bei den Tickets, da ist es oft aus Blackbox-Tester-Sicht gar nicht klar, was muss ich denn eigentlich an der Oberfläche oder an der API von meinem Software-System tun, damit nachher diese ganzen Änderungen durchlaufen werden, die zum Beispiel reingekommen sind, als wir die Logging-Bibliothek geupdatet haben. Weil Logging ist im ganzen System, keine Ahnung als Tester, wo ich da jetzt überall hinfassen muss, dass ich an diesen Änderungen vorbeikomme. Das heißt, wir haben hier einen signifikanten Anteil an Änderungen im System, wo ich mich als Tester schwer tue, einen vollständigen Test zu machen. Das ist aber noch gar nicht das größte Problem. Das viel größere Problem ist, dass gar nicht alle Änderungen, die wir auf der Code-Ebene machen, in diesen Ticketsystemen dokumentiert sind. Und das kann verschiedenste Ursachen haben und geht los von der Entwickler entwickelt an seinem Feature-Ticket und macht dabei Refactoring. Das soll er ja auch, der soll ja den Code wartbar halten und schauen, dass der in Zukunft einfach änderbar ist. Dafür fasst er aber Code an, der hat eigentlich gar nichts mit diesem Feature zu tun, was er da implementiert. Wenn er das nicht mit reinschreibt, dann weiß kein Tester, dass er da an der Stelle auch was testen. Das Gleiche, wenn ich nebenzu einen Bug fixe und wir haben aber auch Kunden gesehen, da war irgendwie viel Druck auf den Projekten, da gab es Ansage vom Management, es darf nur die oberste Ticketpriorität umgesetzt werden, alles andere ist verboten, wir wollen uns darauf fokussieren und dann gab es aber jemanden im Sales-Bereich, der hat seinem Kunden schon so ein niedrigpriores Ticket versprochen gehabt und kannte ganz gut die eine Entwicklerin, hat sich der halt so lange auf den Schoß gesetzt, bis die das Feature für ihn umgesetzt hat, aber sowas schreibt natürlich dann auch keiner in die Ticketsysteme. Eine Frage direkt dazu, Fabi, weil es hier gerade reinpasst, haben wir im Chat. Was ist denn mit neuen Features, mit Seiteneffekten auf bestehende bzw. alte Features? Also weil die Codebase denselben Code benutzt, weil aber das für das neue Feature, was leicht angepasst werden musste. Ja, guter Punkt. Auch sowas passiert natürlich oft in der Praxis und auch wieder so eine Sache, wenn da keiner dran denkt, das mit in die Tickets reinzuschreiben, dann ist das auch nicht dokumentiert und als Tester weiß ich das wahrscheinlich auch nicht, dass die den gleichen Code benutzen, die zwei Features, und dass ich vielleicht beide testen müsste. Also auch diese Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Teilen vom System sind eine Art von Änderung, die oft nicht dokumentiert ist und die wir dann als Tester nicht mitnehmen können, im vollständigen Test. Danke für die Frage. Genau, das heißt, wir haben hier verschiedene Gründe, warum uns Änderungen im Test durchrutschen, die wir als Tester gar nicht mitkriegen. Und dann entsprechend nicht testen und die später wahrscheinlich Bugs verursachen. Das ist jetzt erstmal alles Bauchgefühl. Wie viel ist es tatsächlich in der Praxis, haben wir uns gefragt. Und deshalb mit der Münchner Rück, einem guten Kunden von uns, eine Studie gemacht, wo wir ein C-Sharp-System über zwei Releases hinweg beobachtet haben und immer geschaut haben, was haben die Entwickler geändert für das Release. Das ist hier der rechte Kreis. Und was wurde im Test tatsächlich durchlaufen? Das ist der linke Kreis. Und dann gibt es hier Überschneidungen. Wir haben hier einmal irgendwie Bestandscode, da haben wir nichts geändert, aber da sind vielleicht ein paar Tests vorbeigekommen. Wir haben hier Änderungen, durch die Tests auch durchgelaufen sind. Und dann am spannendsten, wir haben hier Änderungen, bei denen kein Test jemals vorbeigekommen ist. Für die Studie haben wir alle Teststufen vermessen. Das heißt von Unit-Tests über Integrationstests bis hin zu manuellen Tests über die Oberfläche. Und alles hier mit zusammengeworfen. Und für beide Releases haben die in etwa 15% vom Code des Systems geändert und über die Hälfte dieser Änderungen ist denen komplett ungetestet in Produktion durchgerutscht. Das hat uns sehr überrascht, weil die Münchner Rück ein sehr strukturiertes Testvorgehen hat. Also die machen genau das, was ich vorher beschrieben habe. Da guckt jemand durch den ganzen Issue-Tracker durch, was haben wir umgesetzt für dieses Release und wie mache ich einen möglichst vollständigen Test der Änderungen, die da dokumentiert sind.
Trotzdem rutscht denn über die Hälfte der Änderungen, die im Code passiert sind, komplett ungetestet durch. Und das sind auch Zahlen, die wir bei vielen anderen Kunden in ähnlichen Größenordnungen gesehen haben. Im zweiten Teil der Studie haben wir dann mit den Entwicklern nochmal geguckt, für diese beiden Releases, welche Feldfehler sind aufgetreten und welche Stelle im Code war für den Fehler verantwortlich und in welchen von den Bereichen liegt die wir hier sehen. Und das war der weniger überraschende Teil, der hat im Prinzip unsere Intuition von vorher bestätigt. Es ist 5-mal wahrscheinlicher, dass ein Feldfehler aus diesen ungetesteten Änderungen kommt, als irgendwo aus dem Rest vom System. Das heißt, nochmal zusammengefasst, nicht nur rutscht uns viel durch im Test, ohne dass wir es merken, es verursacht auch noch die meisten Fehler. Oder andersrum, und das ist auch das Feedback, was wir aus der Studie von dem Team gekriegt haben, es ist ja schön zu wissen, dass uns da viel durchgerutscht ist. Es wäre schöner gewesen, wir hätten es früher gewusst, dann hätten wir auch noch was dagegen tun können. Und das war für uns der Impuls, die Test-Gap-Analyse zu machen. Hier wollen wir Ihnen, während Sie noch testen, transparent machen, wo sind diese ungetesteten Änderungen, damit Sie abschätzen können, ist da ein Risiko drin? Und wenn ja, dann können Sie es noch adressieren, weil die Testphase noch nicht vorbei ist. Wie funktioniert das? Ganz grob. Wir brauchen auf der einen Seite, was sich geändert hat im Software-System. Das kriegen wir von Ihrem Versionskontrollsystem. Git, SVN, TFS, was auch immer. Das steht da drin. Das schließen wir in TeamScale an. TeamScale holt sich das dann automatisch ab. Zum anderen, was wurde im Test zur Ausführung gebracht? Das kriegen wir mit auf Ihren Testumgebungen. Dafür installieren wir sogenannte Coverage Profiler auf der Testumgebung. Die zeichnen das auch. Egal welcher Test, was wird da ausgeführt und schicken das an TeamScale. In TeamScale läuft dann die Test-Gap-Analyse, die schmeißt die Daten zusammen und gibt Ihnen am Ende die ungetesteten Änderungen aus. Und das alles live, während Sie noch testen. Wie schaut es dann aus? Wie muss man sich das vorstellen? Wir nutzen zur Visualisierung sehr gerne eine sogenannte Tree-Map. Jedes Rechteck, was Sie hier sehen, repräsentiert eine Komponente in einem Software-System. Also zum Beispiel hier ist ein Business-Informationssystem, da sieht man hier oben irgendwie gibt es was, da sind GUI-Dialoge drin, hier unten so Basisklassen, hier ist irgendwas mit Authentifizierung und so weiter. Je größer das Rechteck, desto mehr Zeilen Code sind in der Komponente, das heißt, es gibt relativ viele GUI-Basisklassen, relativ wenig Code, der sich mit Datenvalidierung beschäftigt in dem System. Wir gehen jetzt schrittweise immer weiter rein in diese Komponenten. Einmal sehen wir jetzt alle Klassen in jeder Komponente, das sind die schwarzen Rechtecke. Und dann gehen wir noch in die Klassen rein und sehen jetzt jede Methode in den Klassen. Es gilt immer noch, je mehr Lines of Code in so einer Methode drin sind, desto größer ist das Rechteck. Das heißt, hier oben, da haben wir irgendwie so große Kloppermethoden, hier unten ist so Kleinkram. Und die sind auch so angeordnet, dass die Dinge, die im Versionskontrollsystem nah beieinander sind, auch in dieser Darstellung nah beieinander sind. Dann kann man sich da ganz gut orientieren. Sie sehen es auch nachher nochmal live in der Demo. Was wir jetzt übrig haben, ist die Dimension Farbe. Und wir können jetzt jede Methode so einfärben, was die Analyse darüber denkt. Als erstes schauen wir uns mal für dieses System die Codeänderungen an. Was hat sich da getan? Wir sehen jetzt in Grau alles das, was sich nicht verändert hat seit dem letzten Release. Und in bunt alles, was sich verändert hat. Entweder es gab es schon im letzten Release die Methode und sie wurde angefasst, dann ist sie orange. Oder es ist komplett neuer Code, dann ist es rot. Das Gleiche können wir machen für die Test-Coverage. Da sehen wir jetzt in Grau alles, was nicht im Test durchlaufen wurde und in Grün alles, was mindestens einmal im Test zur Ausführung kam. Also da kann man sich sozusagen ein bisschen Test-Coverage auf der Methodenebene geben lassen. Das geht genauso gut für manuelle wie automatisierte Tests. Da sagt der Raphael auch nachher noch was zur Technik dazu. Das ist den Tools, die wir hier einsetzen, erstmal egal, was für eine Art von Test es ist. Wenn wir diese zwei Darstellungen jetzt übereinander legen, dann kriegen wir die Test-Gaps. Und das sieht dann so aus. Ich erkläre nochmal kurz hier die Farben. Alles, was grau ist, ist weiter das, was sich nicht verändert hat seit dem letzten Release. Egal, ob der Test da durchgekommen ist oder nicht. Wir wollen den Fokus legen auf alles, was bunt ist, denn da haben wir Änderungen gehabt. Da wissen wir, dass das Risiko für Fehler hoch ist. Und nur, wenn die letzte Änderung an einer Methode im Test durchlaufen wurde, dann ist das Rechteck grün. Oder andersrum, alles, was rot und orange ist, da sind wir im Test nie vorbeigekommen. Das heißt, wenn da Fehler drin sind, können wir sie nicht gefunden haben. Das heißt, es macht besonders Sinn, sich anzuschauen, was sind diese großen roten, orangen Bereiche,
was für Risiken verstecken sich da vielleicht drin und dann entsprechend nochmal das Testverhalten anzupassen. Wenn Sie sich jetzt vorstellen, Sie bekommen so eine Darstellung für Ihr eigenes System, dann ist natürlich die nächste spannende Frage, wie werte ich das aus? Also wie komme ich jetzt von rotem Rechteck zu Testfall? Und da ist die Antwort, da müssen verschiedene Leute mit drauf schauen und zusammenarbeiten. Einmal die Entwickler, die wissen, was sie an der Stelle geändert haben. Die können in Teamscale auch auf die tatsächliche Codeänderung abspringen, wenn sie eine Erinnerungsstütze brauchen, warum die Methode geändert wurde, und können dann einschätzen, hey, in dem Bereich haben wir folgendes Feature umgesetzt, folgendes Refactoring gemacht, folgende adaptive Änderung gemacht. Und daraus kann man meistens recht gut ableiten, was ist das Risiko? Ist das testenswert oder nicht? Als Tester kann ich beisteuern, was für Tests habe ich schon ausgeführt, was für Tests sind noch geplant, weil vielleicht ist es ja rot, weil wir erst in der Mitte der Testphase sind und die Tests kommen erst morgen. Vielleicht ist es aber auch rot, weil keiner daran gedacht hat, dass da eine Änderung war und wir da jetzt noch neue Testfälle brauchen. Gemeinsam können wir die Stellen identifizieren, an denen wir noch nacharbeiten müssen. Und das heißt, im Endeffekt, wir machen neue Testfälle, wir ändern ein paar bestehende Testfälle und führen die aus. Dadurch, dass das hier oben alles vollautomatisiert aufgesetzt ist, wird nach der Ausführung automatisch die Daten zurückgespielt. Und das heißt, ich kriege hier direkt wieder ein neues Bild. Wie schauen die Testgaps nach meiner Testausführung aus? Und das heißt, ich kann jetzt hier so einen Feedback-Loop laufen und immer wieder auf die Darstellung schauen, mir neue Testfälle überlegen, die ausführen und so lange iterieren, bis ich zufrieden bin, dass wir mit dem Stand releasen können und keine großen Risiken mehr da sind. Zwei wichtige Einschränkungen noch an der Stelle. Das Ziel von der ganzen Übung hier ist nicht, am Ende alles grün zu haben, sprich 100% Change Coverage, denn das ist im Regelfall gar nicht realistisch. Bei großen Systemen, die es schon eine Weile gibt, da haben wir im Regelfall viel zu viele Änderungen, als dass wir alle testen können. Und das Ziel ist hier nicht, am Ende alles grün zu haben, sondern Ihnen die Transparenz zu geben, dass Sie die richtigen Dinge testen und die Dinge, wo das Risiko gering ist für Fehler oder wo Fehler keine große Auswirkung haben, ungetestet lassen können. Das kann zum Beispiel Code sein, den der Kunde gar nicht zu sehen kriegt, irgendein internes Admin-Tool oder Code, der besonders schwierig zu testen ist, wo sich der Aufwand nicht lohnt oder ganz triviale Änderungen, wenn wir nur den Button von grün auf blau geändert haben. Gleichzeitig, zweite Einschränkung, heißt auch 100% Change Coverage, nicht null Fehler. Tatsächlich wissen wir über die grünen Methoden viel weniger als über die roten. Da können sich immer noch Fehler drin verstecken. Wir wissen ja nur, wir sind mit dem Test mal vorbeigekommen. Wir wissen nicht, wie gründlich hat der Tester die Methode tatsächlich abgetestet. Und deshalb ist der Fokus immer auf den roten und orangen Flecken. Da wissen wir, wenn wir da Fehler drin haben, dann können wir sie auf jeden Fall nicht gefunden haben, da ist das Risiko am höchsten. So viel zur Theorie. Wenn Sie hierzu Fragen haben, dann wäre jetzt ein guter Zeitpunkt. Ansonsten gebe ich an den Raphael weiter, der Ihnen erzählt, wie wir das Ganze in der Praxis einsetzen. Bisher haben wir keine Fragen im Chat. Dann gebe ich gerne ab, sonst gerne auch später. Ja. Leider sehe ich hier nicht, ob jemand aktuell am Tippen ist. Organisatorische Frage, erhält man später die Präsentation, kann ich direkt selbst beantworten? Ja, selbstverständlich gerne. Wir schicken sowohl die Folien als auch die Aufzeichnung im Nachgang für Sie rum, dass Sie alles nochmal nachhören, nachschlagen können. So, dann ist der Chat wieder leer und du kannst loslegen. Passt. Genau, bevor ich starte, noch ganz kurz zu meiner Person. Ich bin Raphael Nömer und setze TGA beim Kunden ein und helfe beim Aufsetzen. Und nebenbei promoviere ich auch noch zum Thema Software-Test-Optimierung, also auch in einem ähnlichen Bereich. So, genau, ich will jetzt ein bisschen was erzählen zu unseren Erfahrungen und dem Einsatz in der Praxis und einen Eindruck geben, auch wie Sie das vielleicht einsetzen können. Genau, dafür habe ich ein paar Szenarien mitgebracht, aber zuvor noch kurz ein paar technische Details, um die Beispiele dann besser zu verstehen. Nochmal kurz, welche Daten brauchen wir und woher kommen die eigentlich? Wir hatten ja zum einen die Änderungen. Die kriegt Teamscale direkt aus dem Versionsverwaltungssystem. Das heißt, wir verbinden uns dann mit dem Versionsverwaltungssystem und alle Commits werden von Teamscale analysiert oder ein gewisser Zeitraum von Commits. Der zweite Aspekt sind die dynamischen Daten, also die Test-Coverage im Endeffekt.
Und die bekommen wir über einen Profiler oder Profiling. Das heißt, die Anwendung, die wir untersuchen, wird instrumentiert. Kann man sich so vorstellen, da werden kleine Anweisungen in den Source Code geschrieben, die dann sagen, ich bin an der Stelle vorbeigekommen. Und daraus erhält man dann einen Report, der ungefähr so aussehen kann, wo in grün Zeilen sind, die vollständig abgedeckt sind, in gelb Zeilen, die halb abgedeckt sind, also zum Beispiel eine Bedingung erfüllt, aber nicht alle, und in rot Zeilen, die nicht abgedeckt sind. Und wenn man die beiden kombiniert, dann bekommt man eben diese ungetesteten Änderungen. Also wenn Teamscale kombiniert die beiden und gibt dann die ungetesteten Änderungen. In der Praxis haben wir meistens auch nicht nur eine Art von Tests, sondern verschiedene. Zum Beispiel Komponententests oder Unit-Tests, die ja sehr kleinen Bereich testen, also zum Beispiel eine Funktion sehr gezielt testen. Integrationstests, die Zusammenspiel verschiedener Komponenten testen. Und System- oder UI-Tests, wo das komplette System am Laufen getestet wird. Es gibt noch diverse weitere. Genau, und die kann man Teamscale beliebig kombinieren und aggregieren. Das heißt, ich kann mir entweder anschauen, nur für eine Art von Tests, was gibt es da an Testgaps, oder auch für mehrere gemeinsam anschauen. Alles, was ich dafür tun muss, ist einmal beim Hochladen angeben, welche Art von Tests ich jetzt gerade an Teamscale übergebe, und dann danach kann ich das zur Laufzeit jederzeit beliebig anschauen. Jetzt zu den drei Szenarien. In der Praxis gibt es natürlich viele Arten von Tests und Testabläufen. Ich habe jetzt drei Szenarien mitgebracht, die wir genau beleuchten und die wir in der Praxis häufiger sehen. Das erste ist ein Hotfix-Test. Heißt, die Anwendung wurde deployed, es wurde ein Fehler gefunden, der Fehler wurde auch schon gefixt. Und ich will jetzt nachtesten, um sicherzugehen, dass nicht gleich wieder ein neuer Fehler, ein neuer Bug eingeführt wird mit meinem Fix. Das Ganze kann dann ungefähr so aussehen. Nehmen wir an einem Beispiel. Wir haben hier ein SAP-System. Da wurde eben so ein kleiner Fix gemacht. Wir sehen, ein paar Methoden wurden geändert, ein paar neu eingeführt. Und als Tester würde ich jetzt erstmal ganz normal vorgehen und mir die Ticketbeschreibung anschauen. Schauen, wie sah das Bug-Szenario aus. Das einmal nachstellen und schauen, ist es jetzt behoben. Das wird gemacht und dann sah das Ganze so aus. Das heißt, das Nachtesten hat bewirkt, dass nur ein Teil der Methoden abgedeckt ist und immer noch nicht alles getestet. In dem Fall war der Grund, es mussten noch einige Randfälle implementiert werden, die im Ticket nicht spezifiziert waren, aber das Framework hat erfordert, dass die implementiert werden. Das heißt, ganz allgemein haben wir es häufig, dass Änderungen passieren, die nicht explizit im Ticket stehen oder Teil vom Bug sind, aber trotzdem implementiert werden müssen. Das Ganze kommt natürlich nicht nur bei Bugs, sondern auch bei Features vor, dass es oft Randfälle gibt oder noch Sachen aufkommen, die dann implementiert werden, aber nicht im Ticket explizit spezifiziert sind. Die Testgap-Analyse erlaubt es mir dann eben gezielt zu entscheiden, soll das nachgetestet werden oder ist es in Ordnung so? In dem Fall wird dann mit dem Entwickler gesprochen, wie relevant die Methoden sind, und es wurde entschieden, das soll noch nachgetestet werden. Mit dann ein bisschen weiterem Testaufwand hatte man das dann erreicht und ist an allen Änderungen vorbeigekommen. Und der Patch wurde für den Endanwender gepublished. Das war das erste Szenario vom Hotfix-Test. Gibt es dazu Fragen? Wenn nicht, mache ich weiter mit dem Release-Test. Hier ganz simpel dargestellt, das mentale Modell vom Release-Test. Wir haben erst eine lange Entwicklungsphase in Grau, dann eine Testphase und dann kommt der Release. Und beim Release hätte ich es dann natürlich gerne so, dass alle Änderungen abgetestet sind. Nach der Entwicklungsphase kommt ein Feature-Freeze oder Code-Freeze. Das heißt, ich sollte danach keine Änderungen mehr machen, beziehungsweise eben nur noch Bugfixes machen, damit keine neuen Bugs mehr eingeführt werden. Wir haben auch so einen Release-Test da mal begleitet und uns genau angeschaut bei einem Kunden. In dem Fall war es das System, das Sie vorhin schon gesehen haben, wo wir die großen Treemaps hatten. Also ein betriebliches Informationssystem mit ca. 1,5 Millionen Zeilen C-Sharp-Code. Wir hatten eine lange Entwicklungsphase von ca. einem halben Jahr mit 30 Entwicklern. Und es wurden schon zusammen mit den Anforderungen manuelle Testfälle spezifiziert, die dann an einen Testdienstleister im Ausland übergeben wurden und dort durchgeführt.
Über einen Zeitraum von den Tests wurden verschiedene Versionen getestet, weil die Tests einfach über einen längeren Zeitraum gingen und da schon die ersten Bugfix-Releases kamen. Und das Ganze wird automatisch von Teamscale dann aggregiert und richtig dargestellt. Genau, hier die Treemap davon, die haben Sie vorhin schon gesehen. Das sind eben die Änderungen, die über diesen Zeitraum passiert sind. Dann die Testabdeckung, die durch diese manuellen Tests erzeugt wurde. Und wenn wir die übereinander legen, sah es eben so aus, haben Sie vorher auch schon gesehen. Was Sie noch nicht wissen ist, das war die Treemap am letzten Tag vor dem Release. Und wir haben da zehntausende Zeilen von ungetestetem Code. Besonders auffällig ist, manche Bereiche sind quasi gar nicht getestet. Also wir haben manche Bereiche, wo fast nichts grün ist, insbesondere in neuem Code, also in den roten Methoden. Grund hierfür war, dass das Projekt eigentlich eine automatisierte Testsuite für die neuen Features bekommen sollte, aber das Projekt für die automatisierten Tests wurde nicht fertiggestellt. Dann kam noch dazu ein Kommunikationsproblem, nämlich wurde der Testdienstleister nicht benachrichtigt, dass man auch Tests für diese Teile braucht, die eigentlich automatisiert getestet hätten werden sollen. Und genau damit gab es dann diese recht großen Lücken im Test und der Release wurde dementsprechend geschoben. Es wurde dann ein explorativer Test oder Trampeltest gemacht. Das heißt, ich will möglichst schnell noch die Änderungen abdecken. Dafür nehme ich dann Anwender oder Leute, die wissen, was das System machen soll. Und auch die haben dann über einen Zeitraum von mehreren Wochen und etliche Test-Sessions, auch wieder verschiedene Versionen vom System, das System nochmal ausgiebig abgetestet. Und dann haben wir wieder die Änderungs-Treemap, sehr ähnlich zu vorhin, nur mit ein paar weiteren Bugfixes. Die Code-Coverage, sieht man schon, sieht deutlich grüner nochmal aus. Und wenn man das übereinander legt, sehen wir, wir haben eine sehr viel höhere Abdeckung und keine so riesigen ungetesteten Bereiche mehr. Dennoch gibt es ungetestete Bereiche. Drei davon haben wir uns mal genauer angeschaut, die hier mit Pfeilen markiert sind. Der obere Bereich war statisch nicht erreichbar. Das heißt, da wurde im Endeffekt Funktionalität weggenommen oder geändert in der UI, sodass man den Code gar nicht mehr erreichen konnte. Das heißt, das kann im Endeffekt gelöscht werden. Auch eine interessante Erkenntnis, die aufgefallen ist. Das Mittlere war, dass Funktionalität vorbereitet wurde. Das heißt, für den nächsten Release ist jetzt noch nicht interessant. Das heißt, muss auch nicht unbedingt getestet werden. Und das Untere hier ist, dass einfach Funktionalität vergessen wurde. Das heißt, bei so einem explorativen Test kann es natürlich vorkommen, dass man nicht alles findet. In dem Fall war es einfach eine sehr tiefe Funktionalität, die niemand gefunden hatte. Das ist das zweite Szenario. Gibt es dazu irgendwelche Fragen? Bisher zumindest keine im Chat. Alles klar. Entschuldigung. Ja. Was wären jetzt die nächsten Schritte, wenn Sie sagen, für das Beispiel Nummer 1, Sie haben Code gefunden, der nicht mehr benötigt wird? Dann würde, also sieht man das dann in irgendeiner Auswertung von Teamscale oder ist das jetzt einfach, weil Sie sich hingesetzt haben und gesehen haben, okay, mit dem Entwickler, der Code, der ist eigentlich alt, braucht man nicht mehr und im nächsten Sprint wird der gelöscht, entfernt, auskommentiert, whatever. Genau, also es war jetzt in dem Fall einfach, weil wir gezielt eben geschaut haben, warum sind diese Bereiche nicht abgedeckt. Das war jetzt nicht einfach, dass Teamscale automatisch gesagt hat, das ist nicht erreichbar. Wir haben auch Analysen in diese Richtung, wo man gezielt versucht, Code zu finden, der nicht verwendet wird oder der, also Totencode. Aber das hier war jetzt einfach, weil wir gesagt haben, weil wir uns mit den Entwicklern angeschaut haben, was ist der Grund, dass diese Bereiche nicht getestet wurden? Oder genau. Also das heißt, es war jetzt in dem Fall einfach mehr oder weniger Zufall. Und dann kann man natürlich mit den Entwicklern reden, macht es Sinn, den Code jetzt zu löschen? Oder ist der doch noch irgendwie sinnvoll, weil für Debugging, was auch immer, der noch gebraucht wird? Genau. Dankeschön. Ich hätte auch noch eine Frage. Ja. Und zwar haben Sie ja gesagt, durch exploratives Testen ist dann die Testlücke weiter geschlossen worden. Mich würde interessieren, wie werden denn die Charter oder die Ergebnisse der Abdeckung bei explorativen Testen in Teamscale rein importiert? Gibt es da auch ein Tool, was das messen kann? Also im Endeffekt sieht das Ganze so aus, wir haben die Anwendung ist deployed und
da wird einfach mitvermessen, was wird jetzt alles ausgeführt in der Anwendung. Das heißt, alles, was die Leute anklicken und wo sich die Leute interagieren mit dem System, wird aufgezeichnet und dann eben in die in der TestGap-Analyse an TeamScale hochgeladen. Das heißt, wir haben im Endeffekt alles, was die Leute verwenden, was die Leute anklicken, wird hier als abgedeckt dann angezeigt. Ich weiß nicht, beantwortet es die Frage schon oder ging es noch um was anderes? Ja, ist vielleicht zu technisch dann, wie das dann aussieht. Also im Prinzip habe ich es verstanden, ja. Wie das im Detail aussieht, kommt dann aufs System an, also wie die wie das Ganze dann aufgezeichnet wird, welche Technologie, also ist sprachabhängig und technologieabhängig, genau, da gibt es dann, glaube ich, keine ganz allgemeine Antwort. Also bei den meisten Systemen braucht man halt einen sogenannten Coverage Profiler. Das ist ein Tool, das installieren Sie mit auf die Testumgebung. Das instrumentiert die Anwendung zur Laufzeit und beobachtet die sozusagen, was passiert in der Anwendung, während die läuft. Und dann ist es egal, ob das jetzt ein explorativer Test ist oder ob da ein automatisierter Testautomat drüber läuft und in der UI was klickt, der kriegt einfach mit, welche Methoden werden ausgeführt. Okay, danke. So, wir haben noch eine Meldung. Gerne. Genau. Eine Frage hätte ich ja noch gern zu dem Thema. Also wenn ich das Ganze verstehe, ist es an sich ein Hilfskonstrukt, also Ihr Tool ist Mittel zum Zweck am Ende, um Diskussionen sowohl mit den Testern als auch mit den Entwicklern zu führen. Denn wenn ich es richtig verstanden habe, entdecke ich ja durchaus mal Bereiche, die einfach nicht getestet worden sind, weil da die Funktionen einfach nicht erreichbar waren oder was auch immer, welche Gründe auch dahinter stecken. De facto ist ja so, also auch wenn ich ja mal versuchen würde, jetzt mal möglichst viel zu automatisieren, bleiben trotzdem eine gewisse Tests automatisieren, viele Bereiche. Und es ist ja im Grunde genommen so eher die Grundlage für die Diskussion. Ja, also im Grunde genommen kann mir die Analyse noch nicht ersetzen jegliche Gespräche, denn vieles bleibt dann erstmal unentdeckt oder unerklärt, warum diese Bereiche nicht abgedeckt sind. Und letztendlich sollte man das Ganze auch betrachten. Das ist nochmal ein Hilfsmittel, um überhaupt Diskussionen führen zu können. Um dann natürlich nötigen Maßnahmen zu ergreifen, etc. pp. Aber allein durch so ein Schaubild bin ich noch nicht in der Lage zu sagen, ist meine Testabdeckung deswegen so schlecht, weil gerade meine Testautomation vielleicht noch nicht vollständig war, weil toter Code gerade noch mal vorliegt oder. Das heißt, Schaubild ist ja nur im Anstoß und Impuls für Diskussion. Genau, was ich zum Beispiel machen kann, ist, oder was ich zum Beispiel schon machen kann, ist mir anzuschauen, was von der Testautomatisierung abgedeckt wird und was eben von den manuellen Tests abgedeckt wird, getrennt. Also ein paar mehr Sachen kann ich mir schon anschauen, aber im Endeffekt ist es genau, was TeamScale macht. Es ist ein Expertenunterstützungswerkzeug und kann aber nicht automatisch irgendwie sagen, was das Problem dahinter dann ist. Also es ist kein Expertensystem, was dann sagt, okay, das ist die Ursache, sondern es ist nur mal eher so Grundlage für die Diskussion, die dann auch geführt werden muss. Ja, genau, würde ich so sagen, weil so, genau, große rote Bereiche sind halt irgendwie dann oft auffällig oder sehen wir auch im Kleinen, dann kann man es, sage ich dann auch gleich noch, wie man es da verwenden kann, aber für diese große Ansicht ist jetzt erstmal eben, hier fehlt irgendwie Coverage für den ganzen Bereich, das sieht mir irgendwie verdächtig aus und dann kann ich von da aus weitergehen. Soll erstmal darauf hinweisen, dass es da vielleicht Probleme oder Bedarf gibt. Alles klar, danke. Ja, gerne. So, dann sind wir mit den Meldungen durch und im Chat ist auch nichts, von daher kannst du gerne weitermachen. Gut. Die Release-Test-Ansicht, die wir jetzt hier haben, also wo wir den kompletten, das komplette System in der TreeMap sehen, ist gut für jemanden, der jetzt Gesamttestverantwortung hat, also der das ganze System auf einen Blick sehen will oder wenn man auch das ganze System ein paar Mal im Jahr testen will. Aber mittlerweile sehen wir immer mehr, dass Teams in einem ganz anderen Modus arbeiten. Release-Zeiten werden immer kürzer. Für jedes Feature und jeden Bugfix gibt es einen eigenen Branch, wo die Änderungen passieren, aber eben auch die Qualitätssicherung passiert immer mehr auf den Branches. Und als Tester interessiert mich dann eben nicht, was ist im ganzen System passiert und was gibt es da an Änderungen, sondern mich interessiert, was ist auf meinem Branch an Änderungen passiert und welche sind noch nicht getestet. Also mich interessiert dieser kleinere Scope von dem Branch oder von dem Feature, das gerade entwickelt wurde und was da noch nicht abgedeckt ist. Und um das Szenario zu handeln, haben wir die Test-Coverage auf Ticket-Ebene gehoben.
Das heißt, man sieht hier ein Bild aus unserer eigenen Entwicklung. Wir sehen hier die einzelnen Issues. Also Ticket heißt Beschreibung von einer Unit of Work via Issue in einem Jira oder Azure DevOps Work Item. Und auf der rechten Seite sehen wir jetzt jeweils, wie groß ist die Testgap für die einzelnen Issues. Also nicht mehr für das ganze System, sondern eben, was in dem einzelnen Issue passiert. Und wenn wir in eins davon noch reinklicken, dann sehen wir noch im Detail, welche Methoden wurden bei der Implementierung angefasst, hier in dieser kleinen Treemap, und wie ist der Testgap-Status von denen. Und als Tester kann ich mir jetzt eben anschauen, was ist hier noch rot oder gelb und sollte das vielleicht noch getestet werden. Außerdem, wenn es irgendwelche Fragen gibt, ist der Ansprechpartner klar, weil wir die ganzen Issue-Informationen aus dem Issue-System, wo wir das importieren, auch mit dabei haben. Also zum Beispiel eben den Assignee, also der, der es entwickelt. Und dann weiß man auch gleich, an wen man sich wenden muss. Wir selbst verwenden das als Teil der Guideline, dass man als Reviewer auf nicht-triviale Testgaps schaut. Das heißt, Änderungen müssen getestet werden, es sei denn, sie sind ziemlich einfach. Also was jetzt Fabian zum Beispiel vorher erwähnt hatte, wenn ein Button seine Farbe geändert hat oder wenn irgendwas nicht so relevant ist, dann kann ich es hier explizit erlauben. Aber an sich haben wir die generelle Regel, wenn es Änderungen im Code gibt, sollten die getestet werden. Genau. Dazu braucht man jetzt noch zwei weitere Informationen. Zusätzlich zu dem, was wir vorher schon brauchen, also mit Versionskontrollsystem und Test Coverage, brauchen wir einmal noch die Anbindung an das Ticketsystem. Das heißt, das Jira oder Azure DevOps, was auch immer, muss an Teamscale angebunden werden. Und dann brauchen wir noch die Information, welche Codeänderungen gehören zu welchem Branch, gehören zu welchem Issue oder Ticket. Das kann erreicht werden, indem man den Ticket-ID in den Code-Commit schreibt oder indem man das in den Branch-Namen mit drin hat. Genau, und wenn man das dann kombiniert mit in Teamscale mit den schon vorhandenen Daten, dann bekommt man eben die Issue-Test-Gaps. So, das wäre es noch zu dem dritten Szenario. Gibt es dazu noch Fragen? Ansonsten würde ich dann an Thomas übergeben für die Demo. Im Moment keine Fragen. Insofern macht gerne weiter. Alles klar, dann klaue ich mir mal kurz den Screen. So. Ja, hallo auch von meiner Seite. Mein Name ist Thomas Pettinger. Ich bin seit 2018 bei der CQSE und kümmere mich seitdem um unsere Kunden, die die TGA in der Praxis einsetzen, beim Aufsetzen, beim kontinuierlichen Nutzen. Habe also auch schon einiges Erfahrung, was das Thema angeht. Ich möchte Sie heute gerne durch eine Live-Demo von der TestGap-Analyse führen. Und dafür brauchen wir natürlich auch ein System, was wir testen wollen. Und dieses System ist hier auf dieser Slide dargestellt. Das ist die Digital Bank. Das ist eine Open-Source-Online-Banking-Anwendung, die so die typischen Sachen von Online-Banking kann. Und ein bisschen mehr technically, also man kann irgendwie Accounts oder Konten erstellen, verschiedener Art und Geld abheben, Geld einzahlen. Ja, wie Sie es kennen im Endeffekt so ein bisschen. Genau, so. Bevor wir jetzt aber die Demo selber uns anschauen, wechseln wir einmal kurz auf die Web-Oberfläche von Teamscale und ich zeige Ihnen mal kurz das UI, damit Sie sich dort auch zurechtfinden, wenn wir es gleich in der Praxis nutzen. Wenn wir Teamscale das erste Mal öffnen in unserem Browser, dann haben wir hier eine Login-Maske, wie in vielen Web-Anwendungen, bei der ich mich einmal einloggen kann. Ich bin sicher, das Passwort können Sie hier auch nicht erraten, aber ist ja nur für Demo-Zwecke. Und dann werden wir weitergeleitet auf das Haupt-User-Interface von Teamscale.
In der Mitte sehen wir einmal ganz groß ein Dashboard, ein TestGap-Dashboard, was wir vorher auch schon gesehen haben. Im Prinzip, Dashboards sind Sammlungen von Widgets, die sich jeder User selber zusammenstellen kann, beliebig viele von diesen Widgets auf eine Perspektive. In diesem Fall haben wir halt nur diese TestGap Premap, die hier angezeigt wird. Dass wir uns auf der Dashboard-Perspektive befinden, sehen wir hier auch in der linken Sidebar. Da gibt es auch diverse andere Perspektiven, die verschiedene Ansichten auf die Daten, die TeamScale analysiert und bietet, darstellen. Genau, da haben wir zum Beispiel mit der Activity hier das zweite. Das ist sowas, wie Sie aus einem Git-Log vielleicht kennen, also ein Commit-Stream mit den Commits aus dem Versionskontrollsystem und angereichert mit ein paar Daten, die nur TeamScale kennt. Wir haben hier einmal Findings und Metrics, die Ergebnisse der statischen Code-Analyse zeigen. Und hier eben auch eine TestGap-Perspektive, wo wir gleich noch drauf gehen werden. Also das ist die Hauptnavigation zwischen den Perspektiven in TeamScale hier an der linken Seite. Wir haben in den meisten Perspektiven auch noch eine Navigationsleiste oben drüber. Da kann man zum Beispiel hier ganz links das Projekt auswählen. In diesem Fall haben wir nur die Digital Bank eingerichtet, deswegen gibt es hier nur ein Projekt. Aber man kann natürlich auch mehrere Projekte einrichten. Und man kann hier daneben dann auch einen Branch in dem Projekt auswählen, damit man die verschiedenen Daten auf den verschiedenen Branches natürlich auch sehen kann. Genau, jetzt hatte ich ja schon erwähnt, dass wir hier wieder eine TestGap Premap sehen auf diesem Dashboard. So ähnlich, wie wir es vorher in den Slides auch schon gesehen haben. Nur jetzt in der Demo haben wir den Vorteil, dass wir die auch live nutzen können. Das heißt, wenn ich jetzt hier über eins von diesen gelben Rechtecken hovere, dann sehe ich, in welcher Datei ist das ganz oben. Ich sehe, welche Methode ist das und in welchem State die ist. Also gelb bedeutet eben in diesem Fall, die wurde geändert seit der eingestellten Baseline, aber noch nicht von den Test abgedeckt. Ich kann da auch noch mal einen Schritt weiter reingehen, indem ich draufklicke und dann auf Open Method klicke und sehe dann die Historie dieser Methode. Das heißt, alle Commits, die diese Methode angefasst haben, und wenn ich auch Coverage habe, taucht die auch hier auf. Also Coverage Upload sozusagen. Was ich hier auch machen kann, auf Compare Method. Ich kann mir anschauen, was hat sich denn in dieser Methode tatsächlich verändert. In diesem Fall wurde dieser Error-Handling-Teil in eine extra Methode refactored. Und ja, das ist manchmal ganz hilfreich, um zu sehen, ob die Änderungen eben es wert sind, auch getestet zu werden. Und ich kann noch einen Schritt weiter gehen und mir die Datei zum letzten Änderungszeitpunkt ansehen. Und in dieser Ansicht sehe ich dann hier auch die Line Coverage. Das heißt, nicht nur welche Methoden wurden gecovert, sondern eben auf Zeilenbasis, welche ausgeführt wurden und welche nicht. Also grün in diesem Fall bedeutet, diese Zeile wurde ausgeführt. Rot bedeutet, die wurde noch nicht von den Tests berührt. Gut, so viel generell zu TeamScale. Was ich Ihnen gerne jetzt in der Demo zeigen möchte, ist einen Issue-Test, so ähnlich wie wir es ganz am Ende jetzt in den Einsatzszenarien der TestGap-Analyse gesehen haben. Dafür gehen wir hier einmal auf TestGaps und dann Issues und sehe zunächst einmal eine Liste von Issues, die ich auch filtern kann. In diesem Fall habe ich hier oben den Filter eingestellt, dass ich alle meine, also die mir assignten Issues anzeigen lassen will. Ich kann das Gleiche auch für zum Beispiel einen gewissen Release machen. Wenn ich einen
Release-Test basierend auf den Issues machen möchte. In diesem Fall wollen wir aber ja ein konkretes testen. Das heißt, wir brauchen die, die mir zugewiesen sind, und schauen uns mal dieses Prevent Deposit Smaller Than Zero Issue an. Wenn ich jetzt hier draufklicke, sehen wir ähnlich wie auf der Slide schon hier ganz oben die Informationen aus dem Issue Tracker mit Titel, Assignee und Creator und so weiter, wie Sie es kennen. Und zusätzlich dann noch die Informationen aus TeamScale, die hier diese View etwas anreichern. Also zum Beispiel die zugeordneten Änderungscommits. Und ich kann hier jetzt auch hier diese TestGap-Section ausklappen und sehe dann eben die Methoden, die für dieses Issue geändert wurden, mit den entsprechenden Farben. Was ich hier auch gleich sehe, ist, dass hier diese linke Methode schon von einem meiner automatisierten Tests abgedeckt wurden. Das heißt, die brauche ich nicht mehr unbedingt testen, das habe ich schon. Und unsere Aufgabe ist es hier, die Testgaps hier zu schließen, die Testlücke. Das heißt, mit einem manuellen Test, wir übernehmen hier mal die Rolle des manuellen Testers, die dieses Feature testen wollen. Genau, dafür starten wir jetzt einmal die Anwendung. Mit einem kleinen Skript, was die Applikation jetzt auf dem Branch baut für dieses Issue und dann auch gleichzeitig startet. Das dauert jetzt einfach ein paar Sekunden. Was im Hintergrund auch passiert, während die App gestartet wird, ist, dass wir einen Coverage Profiler dranhängen, der während unserer Ausführung eben mitschneidet, welche Zeilen jetzt in diesem Fall ausgeführt werden, damit wir das dann später in TeamScale hochladen können. Bis die App startet, was ich vorher noch vergessen habe zu sagen, was vielleicht ganz interessant ist, die Digital Bank, das ist eine Java-Applikation. Genau. Aber natürlich funktioniert die TestGap-Analyse eben nicht nur für Java, sondern für mehrere Sprachen. So, jetzt wurde die Digital Bank gestartet. Wir haben wieder eine Login-Maske, in die wir uns einloggen können. Und sehen dann das Web-UI. Wir hatten ja gesagt, wir wollen das Feature testen, dass wir keine Einzahlungen mit negativem Betrag machen können. Das heißt, ich gehe hier jetzt auf der linken Seite einmal auf Deposit, wähle einen Account aus, zunächst mal egal, und gebe dann einen negativen Betrag ein. Das heißt, in dem Fall hoffen wir, dass ein Check implementiert ist für negative Beträge, weil sonst sind wir plötzlich sehr arm. Ich klicke hier einmal Submit. Ich sehe, okay, ich bekomme eine Fehlermeldung. Alles wie gewünscht. Das heißt, wir können jetzt den Test mal beenden. Wir haben das, das Ticket ja soweit getestet, wie es in der Beschreibung stand. Ich mache hier mal das Browserfenster zu, beende die Digibank im Hintergrund. Und was jetzt passiert ist, dass die Coverage beim Beenden an TeamScale hochgeladen wird. Wenn wir schnell sind und hier auf die Activity springen, dann sehen wir es auch schon. Also tatsächlich waren wir langsam und sehen den Analyseprozess nicht. TeamScale ist bereits fertig und hat die Coverage verarbeitet. Das sehen wir hier ganz oben. Hier ist so ein Manual Test Coverage Upload, was genau unserer Test-Session eben entspricht. Das heißt, wir können jetzt auch wieder zurück ins Issue schauen und sehen auch gleich, okay, jetzt ist deutlich mehr grün als vorher. Aber noch nicht alles. Wir haben hier eine gelbe Methode, die wir mit unserem Test noch nicht abgedeckt haben, die uns jetzt, wenn wir auf die Issues uns verlassen hätten, auf die Issue-Beschreibung, wäre uns der durchgerutscht.
So, wenn ich jetzt hier wieder drüber hovere, sehe ich, das ist die Withdraw-Methode. Also nehmen wir mal an, wir reden jetzt mit unserem Kollegen aus der Entwicklung. Der sagt uns, der hat diesen negativen Betragscheck nicht nur für Deposit, also für Einzahlung, sondern auch für Geld abheben implementiert, weil er eben schon dabei war. Und nachdem das eine relativ kritische Funktionalität ist in so einer Banking-Application, sollten wir das natürlich nachtesten. Das heißt, wir machen das gleiche Spiel wie vorher. Wir starten wieder unsere App mit dem Skript. Das dauert jetzt einfach wieder ein paar Sekunden. Ich kann Ihnen in der Zwischenzeit mal zeigen, wie Sie die verschiedenen Arten oder die verschiedenen Teststufen auseinanderhalten können. Vielleicht haben es ein paar von Ihnen schon gesehen. Wir haben jetzt hier über diese TreeMap ein paar von diesen Labels, wo normalerweise alle ausgewählt sind. Dann sehe ich eben die Test-Coverage von allen Teststufen. Ich kann hier aber auch zum Beispiel nur die Unit-Tests anzeigen. Okay, die haben anscheinend hier nichts abgedeckt. Auch die Integrationstests nochmal mit dazu nehmen. Ja, und ich sehe, dass die eine Methode, die vorhin schon gecovert wurde, waren wohl unsere Integrationstests. Oder wenn ich jetzt auch genau sehen möchte, was ich mit meinen manuellen Tests abgedeckt habe, kann ich das natürlich auch machen. Und sehe, okay, das waren genau die zwei Methoden, die eben neu dazugekommen sind, hier in grün. Da war ich zu langsam. Ich zeige hier kurz nochmal alles an. In der Zwischenzeit ist die Digibank wieder hochgefahren. Das heißt, wir können jetzt nochmal die Withdraw-Funktion testen. Wir loggen uns hier wieder ein. Gehen dieses Mal auf Withdraw. Wählen uns wieder einen unserer Accounts aus. Und geben da mal eine Million ein, weil in dem Fall hoffen wir ja, dass das funktioniert. Dann werden wir plötzlich sehr reich, wenn da kein Check drin ist. Und so ein Glück, jetzt sind wir reich. Und Millionäre. Also das ist natürlich nicht gewollt, das ist ein Fehler. Das heißt, ich habe meinen Test jetzt abgeschlossen, beende die App wieder und reporte diesen Fehler an meinen Kollegen aus der Entwicklung, damit der das dann reparieren kann. Ich kann hier wieder auf die Activity springen, sehe hier auch wieder den zweiten Test Coverage Upload, den wir gerade erzeugt haben mit unserem Test. Und sehe auch jetzt wieder zurück im Issue, dass jetzt alles grün ist. Und hier jetzt nochmal der Hinweis, eben genau das, was wir vorher in der Theorie schon erwähnt haben. Grün bedeutet in dem Fall nicht fehlerfrei. Das bedeutet nur, wir haben die Methode mal ausgeführt, aber nicht, dass da alles in Ordnung ist. Wir haben ja gerade gesehen, da ist noch ein Bug drin. Das Reporting des Fehlers muss ich eben selber noch übernehmen. Genau, in dem Fall, wir hatten ja gesagt, das ist eine relativ zentrale Funktionalität, dieses Abheben von Geld. Das sollte natürlich nicht einfach released werden. Das heißt, ich rede mit meinem Entwicklerkollegen, dass der das fixt. In diesem Fall haben wir dafür auch ein praktisches Skript. Leider ist es in der Realität nicht so einfach. Ein bisschen mehr debuggen normalerweise. Genau, aber in dem Fall passiert das einfach automatisch. Wir können hier wieder auch zurück auf die Activity gehen und sehen, okay, dieser Code-Commit, dieser Änderungs-Commit, der den Bug fixt, ist ja auch schon aufgetaucht. Und im Issue sehen wir auch, diese Withdraw-Methode hier ist jetzt auch wieder gelb, weil wir ja nach der letzten Änderung, die wir gerade eben gemacht haben, die noch nicht getestet wurde. So, jetzt können wir natürlich nochmal hergehen und den Test nochmal machen. Das spare ich mir jetzt an der Stelle, weil Sie sicher denken können, dass wir den Bug jetzt gefixt haben und das Feature wie gewünscht implementiert. Also ist darin nicht besonders viel Mehrwert. Genau. Aber wenn wir das gemacht hätten, dann wären wir mit dem Test fertig. Hier ist alles grün und wir haben keine neuen offenen Bugs. Das heißt, wir könnten das Feature mergen.
Wenn wir jetzt zurück auf die Dashboard-Perspektive gehen, sehen wir, auch hier hat sich ein bisschen was getan. Hier diese Methoden links oben, da waren vorher noch einige mehr gelb, die sind jetzt auch grün geworden. Das heißt, ich sehe auch auf Systemebene natürlich, dass das Coverage hinzugekommen ist. Genau. So viel zur Demo. Ich hatte ja schon erwähnt, die Digibank ist eine Java-Applikation. Wir unterstützen aber in Teamscale nicht nur Java, sondern sehr, also die gängigsten Programmiersprachen, würde ich sagen. Hier sehen Sie die unterstützten Programmiersprachen, die hier in Orange hervorgehobenen sind die, mit der wir schon Erfahrung mit der TestCap-Analyse haben. Auch da sollten die gängigsten dabei sein. Genau, so viel von mir. Haben Sie zu der Demo noch Fragen? Ansonsten übergebe ich an Fabi wieder für die Kosten-Nutzen-Analyse. Ich hätte noch eine Frage. Gerne. Und zwar hatten Sie ja gerade gezeigt, dass in dem Beispiel der Tester aus Intuition den weiteren Test gemacht hat und den Fehler noch gefunden hat. Gibt es irgendeinen Vorschlag von Ihnen, wie man durch TestGap-Analyse diese benachbarten funktionalen Features rauskriegen könnte? Also hier war ja dann der Fehler, dass man dann was abgehoben hat, also den Fehler zu erkennen mit anhand einer anderen Analyse. Genau, also den Fehler haben wir ja gefunden, indem wir auf die TestGap-Analyse geschaut haben. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich die Frage gerade richtig verstehe. Ich muss natürlich wissen, was ich dann testen muss, wenn ich sehe, dass diese Withdraw-Methode hier auftaucht. Und ich meine, da würde ich dann in dem Fall, also wenn ich es nicht selber weiß, als Tester mit dem Entwickler reden und fragen, was hat der denn, also was hast du denn da gerade geändert? Was muss ich denn dann noch nachtesten? Und so finde ich dann raus, was ich da im UI ansprechen muss, um diese Methode noch abzudecken und den Fehler potenziell auch finden zu können. Okay. Ja, meine Frage geht so ein bisschen darin, wenn man in Jira zum Beispiel User Stories hat, die miteinander verknüpft sind und ich kriege jetzt nur die eine in dieser eingeschränkten TestScape-Analyse, wo ich mir nur ein Feature angucke und finde nur die eine und die andere ist vielleicht in zwei Releases vorher schon fertig gewesen. Gibt es da irgendeine Analyse, wo ich dann vielleicht sage, in dem, was jetzt in dem Release fertig geworden ist, oh, dann teste ich ja besser nochmal das, was vor zwei Releases war, weil das kann ja fehlerhaft sein. Wird das in der TestScape-Analyse auffallen? Nee, also da gibt es keinen Automatismus an der Stelle. Die TestScape-Analyse soll ja an der Stelle auch nicht Ihr bisheriges Testvorgehen ersetzen, sondern nur ergänzen. Das heißt, wenn Sie diese Analyse vorher auf dieser Issue-Ebene schon gemacht haben, ist es auch weiterhin sinnvoll, das zu tun. Sie finden sozusagen hier nur zusätzliche Hinweise, wenn Sie mal den Link nicht haben, dass da vielleicht trotzdem jemand was an einer anderen Funktionalität geändert hat, von dem niemand was mitgekriegt hat. Okay, danke. Gerne. So, im Chat sind aktuell keine Fragen. Dann schreibe ich mir wieder den Screen. Ja, kurzes Feedback, kommt das an? Ja. Sehr schön. Dann kommen wir schon zum letzten Teil. Hier würde ich gerne mit Ihnen auf eine Studie eingehen, die wir mit der Münchner Rück zusammen gemacht haben, einem unserer ältesten Kunden, die wir auch zusammen mit denen auf der OOP publiziert und präsentiert haben. Die Münchner Rück war einer der ersten Kunden, die TestGap-Analyse eingesetzt hat. Und nach mehreren Jahren gab es da im Management ein bisschen eine Änderung und das neue Management hat sich gefragt, hey, hat sich das jetzt eigentlich überhaupt gelohnt, dieser ganze Aufwand, den wir da spendiert haben, um TestGap-Analyse für viele Anwendungen einzuführen? Was sparen wir uns da? Wie viel Geld ist das unterm Strich? Können wir das irgendwie quantifizieren? Und das haben wir mit der Münchner Rück zusammen gemacht und ich möchte Ihnen gerne vorstellen, was die Ergebnisse waren und wie wir da vorgegangen sind. Wir waren ja bei der Münchner Rück, wenn Sie sich nochmal ganz an den Anfang vom Vortrag zurück erinnern, in der schönen Situation, dass wir jetzt nicht nur Daten hatten zu, wie schaut es aus, nachdem die TestGap-Analyse schon lief bei denen für ein paar Jahre, sondern auch Daten zu, wie war die Situation, als sie noch gar keine TestGap-Analyse hatten vor dem ersten Einsatz. Wir hatten diese Studie hier gemacht und hatten auch noch Daten von ein paar anderen Systemen von der Münchner Rück aus dem Zeitraum und konnten deshalb die Daten aus der Studie und die Daten von, wie schaut es heute aus, miteinander vergleichen.
Und die Dinge, die Sie hier im Kopf behalten müssen, von ganz vom Anfang, sind einmal, über 50% der Änderungen sind ungetestet durchgerutscht, bevor es die Testgap-Analyse gab. Und die Feldfehlerwahrscheinlichkeit ist 5-mal höher für ungetestete Änderungen. Das Letzte gilt, egal ob mit oder ohne Testgap-Analyse. Das heißt, das können wir auch für beide Fälle annehmen. Wie sind wir jetzt vorgegangen? Im Prinzip, die Euros zu quantifizieren, ist eine sehr schwierige Aufgabe. Weil wie viel Kosten ein Fehler verursacht, ist recht schwierig einzuschätzen. Es hängt ja nicht nur dran, wie viel Geld man tatsächlich verliert, sondern auch vielleicht verliert man Vertrauen beim Nutzer. Vielleicht verliert man irgendwie nicht ganz klar quantifizierbare Mengen Geld, weil irgendein System nicht verfügbar ist und so weiter. Das heißt, worauf wir uns beschränkt haben in der Studie, ist das, was wir relativ klar einschätzen können, nämlich einfach, wie viele Fehler rutschen uns durch den Test, einmal mit und einmal ohne Testgap-Analyse. Und wenn der Unterschied groß genug ist, dann können wir trotzdem sagen, dass es sich auf jeden Fall gelohnt hat. Wie viel ist uns jetzt durchgerutscht, bevor wir die Testgap-Analyse hatten? Im Prinzip berechnen wir eine Restfehlerzahl, das heißt die Fehler, die der Test nicht gefunden hat, die aber neu ins System gekommen sind in dem Release. Und dazu schauen wir uns einmal an, was ist uns durchgerutscht, weil wir sowieso gar keine Tests hatten. Das ist der rechte Bereich, wo wir die Testgaps hatten. Und da, wo wir getestet hatten, da haben wir einen Teil der Fehler gefunden und ein Teil der Fehler ist uns durchgerutscht. Das heißt, da haben wir so eine gewisse Ineffektivität vom Test, die noch einen Teil der Fehler durchlässt. Wie viele Testgaps hatten die vor der Testgap-Analyse? 50%. Mindestens. Wir waren hier jetzt mal konservativ und haben den kleineren Wert von den beiden Releases genommen, die wir in der Studie analysiert haben. Das heißt, die Hälfte der Fehler rutscht Ihnen auf jeden Fall ungetestet durch. Für die andere Hälfte der Änderungen gilt, ein Teil wurde gefunden. Wir wissen auch, in der rechten Hälfte ist die Fehlerwahrscheinlichkeit 5-mal höher als in der linken, nachdem der Test gelaufen ist. Das heißt, wenn wir hier 5 von 5 Fehlern durchrutschen lassen, dann lassen wir hier noch 1 von 5 durchrutschen. Also nochmal 10% zusätzlich von den Fehlern. Das heißt, insgesamt war die Restfehlerrate, bevor die Testgap-Analyse eingesetzt wurde, 60%. 60% der Fehler rutschen durch die Tests durch. Die Hoffnung ist natürlich, Testgap-Analyse verbessert das. Wie schaut es da aus? Wir haben mehrere Systeme, mehrere Dutzend Systeme sogar bei der Münchner Rück angeschaut, weil die in den Jahren zwischen der Studie und diese Analyse hier relativ viele Systeme auf die Testgap-Analyse ongeboardet haben. Da haben wir über viele verschiedene Systeme hinweg geguckt, wie viele Testgaps haben die jetzt noch und haben dann hier auch wieder konservativ den schlechtesten Wert genommen. Einfach damit wir hier sicher sind, dass wir da richtig einschätzen. Was war der schlechteste Wert? Die haben noch 10% Testgap gehabt. Das heißt, für dieses System 10% rutschen ihnen immer noch durch den Test durch, komplett ungetestet. Und alle Fehler, die da drin sind, können sie nicht gefunden haben. Für den Rest gibt es wieder diese Testineffektivität. Da hat sich auch nichts geändert. Die Tests sind immer noch gleich ineffektiv oder effektiv. Das heißt, von 5 Fehlern rutscht uns immer noch einer durch. Das heißt, von den restlichen 90% der Änderungen nochmal 20%. Das heißt 18%. Wenn wir das zusammenzählen, kommen wir auf 28% Restfehler, die dann durch den Rücken noch durchrutschen, durch die Tests mit der Testgap-Analyse. Oder in anderen Worten, Sie sparen sich durch die Testgap-Analyse ungefähr die Hälfte der Feldfehler. Und das war auch ein Ergebnis, damit war das Management damals auch sehr zufrieden. Ich denke, egal wie man jetzt den Eurobetrag für einen Feldfehler festlegt, ist das ein sehr gutes Ergebnis. Von daher waren die Münchner Rück da auch so begeistert, dass wir das gemeinsam auf der OP präsentiert haben. Und die Münchner Rück nutzt auch noch weiter die Testgap-Analyse bis heute. Das sind natürlich Ergebnisse, die sind jetzt nicht 1:1 auf Sie übertragbar. Sie haben ein anderes Umfeld, Sie haben andere Kunden, Sie haben ein anderes Entwicklungsteam, Sie haben ein anderes Testteam. Deswegen können wir nicht versprechen, dass es bei Ihnen auch so aussieht. Wir haben aber bei anderen Kunden ähnliche Größenordnungen gesehen. Also ich denke, auch bei Ihnen ist eine Verbesserung mit der Testgap-Analyse möglich. Das war's zum letzten Teil. Gibt es hierzu noch Fragen? Wenn nicht, dann sage ich vielen Dank für die Teilnahme. Habe mich sehr gefreut, dass Sie da waren. Wir schalten jetzt noch die Umfrage in Zoom frei, damit Sie da klicken können und uns sagen können, wie es Ihnen gefallen hat. Und denken Sie auch dran, wenn Sie rausgehen, können Sie uns nochmal ausführlicheres Feedback geben über dieses Webformular. Bevor Sie gehen, ich habe noch Teaser auf 3 weitere Vorträge, die wir in nächster Zeit haben. Vielleicht ist da ja auch was dabei, was für Sie spannend ist. Einmal gleiche Besetzung wie heute. Wir stellen auf Englisch im Juni vor, wie man seine
langlaufenden Testsuites schneller machen kann. Viele unserer Kunden haben das Problem, da sind die Testsuites, die vor ein paar Monaten oder Jahren noch irgendwie Minuten oder maximal Stunden liefen, dauern jetzt Stunden oder Tage. Und da ist es recht schmerzhaft, erst so spät Feedback zu kriegen. Denen helfen wir, das Ganze zu beschleunigen, um wieder schneller Feedback aus dem Test an die Entwicklung zu geben und auch einfach schneller entwickeln zu können. Wir haben im zweiten Vortrag, stellt mein Kollege Dr. Nils Göde zusammen mit der DM Tech vor, wie die DM Tech mit einem Audit ihr Management überzeugen konnte, mehr in Softwarequalität zu investieren. Das Ganze findet im Mai schon statt, am 10. Mai. Und wir werden im September einen sogenannten Software Intelligence Talk haben. Da stellt ein Kunde von uns, die Atos, gemeinsam mit uns vor, wie sie unsere Testanalysen einsetzen, um auch ihre Tests zu beschleunigen und wie sie da besonders mit besonders großen Testmengen umgehen. Die Atos hat so circa 30.000 Tests. Die dauern auch, wenn man sie, selbst wenn man sie parallelisiert ausführt, ein ganzes Wochenende zum Ausführen. Wir werden ihnen da helfen, schneller und besser damit umzugehen. So, vielen Dank, dass Sie da waren. Wenn es Ihnen gefallen hat und Sie Kollegen haben, von denen Sie auch gerne möchten, dass die den Workshop mal hören, wir stellen es auch gerne bei Ihnen im Team vor. Das kostet Sie auch nichts. Dann halten wir einfach den Vortrag, so wie Sie es heute gehört haben, nochmal bei Ihnen und können da auch gerne noch tiefer auf Ihre Situation und Ihre Fragen eingehen, Ihre Technologien und so weiter. Da hauen Sie uns gerne an, entweder hier über die E-Mail-Adressen oder Sie kriegen ja auch eine E-Mail mit der Aufzeichnung von uns, dann gerne da einfach drauf antworten. Falls Sie jetzt noch Fragen haben, wir sind noch eine Weile da, circa eine Viertelstunde, dann können Sie gerne noch da bleiben. Ansonsten wünsche ich Ihnen einen guten aus Bayern und einen schönen Tag noch.